Hallo und grüß euch bei mir im Studio. Ich bin der Alan und heute wird wieder gezockt. Und zwar zocken wir heute ein Spiel, das wir vor einigen Tagen gekauft haben. Und zwar ist das Spiel Klacks. Ich freue mich jetzt richtig drauf auf das Spiel. Und zwar habe ich das Spiel ja früher als Kind schon auf dem Gameboy gehabt. Und ich möchte dieses Spiel im Vergleich, im Test gegeneinander antreten lassen. Aber ich habe noch ein kleines Spezial dabei. Und zwar habe ich mir dasselbe Spiel auch für den Sega Mega Drive gekauft. Und auch dieses möchte ich in einem Zug testen und schauen, welches das schöner ausschaut oder vielleicht auch besser funktioniert. Und ich würde sagen, lasst mal die Klaxe rollen. Klaxes? Klaxes? Keine Ahnung. Los geht's. So, jetzt starten wir erst das Tengen-Spiel und zwar Klacks. Ich bin richtig gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich kenne es von Gameboy, aber in Schwarz-Weiß ist es natürlich nicht so schön übersichtlich. Das Ganze ungefähr weiß ich nur, ich muss immer irgendwie drei Blöcke übereinander zusammenbringen. Achso, ich kriege jetzt sogar noch eine Erklärung. Sehr gut, drei übereinander, drei nebeneinander sind gegangen und diagonal wahrscheinlich auch. Ja, okay, genauso wie es. Achso, es geht schon los. Ich würde sagen, jetzt müssen wir langsam mit 5-Minuten-Timer starten, aber das geht schon los. Schauen wir mit dem Highscore, wie ich sage. Genauso mit Obi-Drucker wie beim Tetris geht schneller. Ich brauche einfach einmal. Drei Reihen steht einmal da, okay. Kann ich jetzt ein Spiel machen? Du sagst. Ah, boah, so nicht verloren. So, andere Meldung. Wenn wir gleich den Winken nehmen oder den Netten. Die Minuten reinlassen. Oh, 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 Keller, 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 Meter, Meter. So. Vier Linien, ne, passt. Vier Linien, vier Klaxes. Ah, ja, aber können wir noch fischen. Ist ja kein Problem. Verlässt, oder? Super! Super, 349. Heißt war auch, naja, ui. Geht da hin! Macht Spaß! Was wenn du ein bisschen für die Tetris? Das glaube ich nicht. Ah, ich hab sie gesehen! Oh je! Ich hab einen Lachs daneben gehabt. Das war ein bisschen bitter. Ui! Und wir können ja das annehmen. Viele Gehen unten, hier räumen wir nicht. Was ist denn da 5 Minuten gegangen? Was muss ich denn machen? Ah, diagonal! Ach, das ist ja gemein, das müssen wir gleich vorher wissen. Ach, Männer, wir machen jetzt Diagonalen. So. Okay, dann machen wir Gönner und was war ja und dann machen wir dann Diagonalen. Sack! Vielleicht kann ich es irgendwie so machen. Ein bisschen Twister, das kommt auch nicht mehr. Kommt auch nicht mehr. Und nun dann. Passt, perfekt. Für den passiert nichts. Aber ich glaube, du hast was für ein Highscore. Hm. Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, Gott nochmal. Jetzt wollte ich aber schon ziemlich schnell das ganze Zeug da. Ja. Ich glaube, das ist ohne reicht. Drei, bitte fertig. Sehr gut. Okay, okay, das Spiel ist schon langsam fressig. Ja, wir haben nur 2 Minuten gemacht. Ja, wir haben nur irgendwie geschaffen. Ohne zu. Nein. Willst du, da muss ich reingehen. Wie ist wurscht, oder? Das ist schon mal. Ja, das war nicht. Vielleicht kommt ihr auch mit. Vielleicht. Boah! 50. Jetzt soll ich den Drachen hier benannt, ja? Okay. Blau geht es. Na, jetzt hab ich wieder down. Oh mein Gott, oh mein Gott! Na, na. Ach Gott! Ach Gott, oh mein, wie soll ich das schaffen? Ah, ich kann mir nicht mehr! Nein, ich schaff's nicht mehr! Mist! Mist, Mist, Mist! Na! Jetzt schafft's! Also, kommt ihr Boah, das ist schon. Jetzt wird schon heftig. Also das ist gar nicht so Kindergeburtstag, wie ich mir das gedacht hätte am Anfang. Gut, aber ich kann definitiv mehr als mit 3 auf, ja, oder 4. Das ist auch schon gut zu wissen. Hm, jetzt wieder auch noch sehr gut. Okay, 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 okay. Mal schauen, ob die Signalen herbringen. Gut, 5 Minuten vorbei. Warte, stopp. Ich würde sagen, ich probiere jetzt trotzdem die Challenge schon fertig. Und hoffe, dass ich den schaffe. Das ist damit nicht gerechnet. Ah, noch nicht vorhin! Das wollte ich nicht! Das ist okay, das wollte ich noch nicht! Ob ich es geschafft? Wow! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Na, das ist schon nicht mehr so leicht. Nicht mehr so leicht. Aber es macht Spaß, also das ist jetzt schon. 40 to go.
Jetzt starten wir die Klacks-Variante vom Game Boy. Und wie gesagt, starten wir los. Ich nehme so gleich die Wave 6. Was 10 Klackse brauche. 5 Minuten ab, jetzt geht's los. So, wenn wir Gas geben, da. Dann kommt schon der nächste. Also, man sieht jetzt schon mal, wie sein Gameplay aufgebaut war. Das heißt, das war alles mit Muster aufgebaut, mit Streifen. Und ich glaube, ihr könnt euch das schon vorstellen, dass das gar nicht so übersichtlich war. Vor allem, wenn man jetzt die nebeneinander sieht, die linken und rechten, dass man mit Weiß, Grau und Grau-Weiß gleich mal von dort hinholt. Mit der Zeile und so. Und dann nur zu was kleiner. Vielleicht, natürlich, wenn es klein ist, ein bisschen schöner für die Pixel her, aber. Ah, genau das ist das, was mir jetzt passiert ist. Das, was mir dann natürlich beim Game auch passiert ist, und das ist natürlich nicht so klasse war. Und da ist natürlich die Nintendo-Variante im Häuser schöner. So, dann. Schauen wir, ob es jetzt dann ausgeht, ob ich nur einen drauflege. So. Jetzt haben wir einen weißen und einen dunkelgrauen. Sehr gut. Und brauche ich ganz anders, gell? Aber denke ich mir gleich mal ein. Denke ich mir ein. Und denke ich mir, ah, jawohl. Zwei dunkle. Was ist das? Achso, den Kreis ist vor dem Bild. Sehr gut. Der wechselt die Farben durch. Mhm. Ach, was ist das wieder nicht? Ach Gottchen. So. Ja, mir geht es aber prinzipiell gar nicht so schlecht jetzt dabei. Aber man sieht natürlich schon eindeutig, dass das grob die Form mit Rot, Blau und Grün und so, also viel, viel übersichtlicher ist das Ganze, als mit dieser Variante. Ah, und jetzt wollte ich sagen, das gibt's damit. Hey, nein. So. So, jetzt haben wir den nächsten. Ach, also die Nintendo-Variante hat eigentlich viel besser gefallen. Hm. Ich habe gerade gelesen, wo ich gesehen habe. Ah, ja, die 10 Klaxe geschafft. Klaxe? Ah, natürlich. So, wir brauchen 6 Diagonale. Okay. Diagonale natürlich viel schwieriger. Ah, jetzt haben wir schon den ersten verhaut. Ah, ich werde bekloppt erst. Ah. Jawohl, das passt da. Hui! So, die 5 Minuten sind vorbei. Ich probier's jetzt trotzdem nur. Ah, du schaust da mal nicht, schon wieder alles vom Teufel. Ui! Zack, da haben wir noch einen drauf. Das probieren wir noch. Wie lange haben wir überlegen? Jetzt ist vorbei. Und ich habe gesagt, wir starten kein Continue. Wir brechen jetzt ab und starten die nächsten 5 Minuten mit dem Sega-Klacks. So. Jetzt starten wir das Spiel Klacks vom Sega Mega Drive und ich habe gesagt, legen wir gleich los. So, der lädt schon, perfekt. Da geht schon mal los mit der Starttaste, perfekt. Okay, 1, 6 und 11. Jetzt haben wir gerade am Game Boy 6 gehabt. Ich habe gesagt, probieren wir gleich die 11 Wave. Schaut natürlich ganz optisch schon ganz anders aus jetzt, gell? Voll farblich. Und 5 Minuten ab jetzt. So, was los? Wow. Da habe ich schon rumgehabt. Weiters leiser. So, dann nehmen wir mal die Waffe. Ui. Also mit Form ist natürlich schon mal heiser leichter als mit den Grautönen. Ah, okay. Ah, Farbwechsel mag ich, sehr gut.
Ah, da gibt's dunkel und helle. Oh, das hat mich natürlich jetzt ein bisschen davon abgebracht. Aber okay, das muss ich einfach aufpassen in Zukunft. Zack. Nein, es gibt schon. Weiter bis dann. So. Gut, noch aufstellen. Perfekt, da läuft. Zack. Da kommen aber ganz schön viel, möchte ich jetzt sagen. Also da bin ich jetzt gespannt, wie es mir... Wow, geht dabei. Was tue ich denn? Ah, das ist aber stressig. Da haben wir ein bisschen zu viel zugetan mit den Elf. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ja, Start, komm, continue. Ich habe nun, glaube ich, 1-2 Minuten Zeit. Puh. Also das wird schon... Richtig stressig. Jetzt kann der Ratten mal gleich ein wenig hoch, dass es schneller geht. Es geht mir jetzt langsam. So, schauen wir, ob wir es schaffen. Machen wir vorwegs mal, sehr gut. Nee. Wow, ich hab's nicht gesehen. Ich hab daneben geschaut. Ich bin genau runter. Perfekt. Okay, 60 machen. Geht deutlich schneller. Ah, jetzt bin ich wieder dran. Ach, stopp nochmal. Zwei die nicht in den Bauch. Das ist ja gemein. Kannst du bei den letzten zwei noch weitermachen oder muss ich jetzt wieder alles neu machen? Ah, 15. Ach. So. Ah, verdruckt. So, ja. Also da ist schon viel mehr Stresspartie dabei, gell? Also, der Kontrolle ist ein bisschen fickrig. Mal schauen, vielleicht haben wir noch eine Kontrolle. Die 5 Minuten sind vorbei. Ich probiere es noch ganz kurz. Uiuiuiui. Ah, ich halte nicht mehr lang durch. Das könnte noch abwarten. Leider von Luis. So. Ma. Ja. Ah, jetzt ist es vorbei. Okay, also ich habe es gesehen mit der Stufe 11 oder 11 Waves, so wie es heißt, ist deutlich schwieriger. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. So, und jetzt spielen wir das Spiel, was mir am meisten gefallen hat. Und das war das Klacks auf Nintendo. Auch wenn vielleicht jetzt grafisch jetzt nicht ganz so schön war wie das von Sega. Finde ich es trotzdem relativ schön, auch vom Ton her und für die Form her, ich finde das einfach ein wenig ruhiger und nicht ganz so kräftig und am übersichtlichsten. Und genau dieses Spiel werde ich jetzt auch spielen. Passt, dann lasst uns einen Daumen hoch und führt euch bis zum nächsten Mal. Schaut fleißig meine Videos. Uah, so ist es, dann habt ihr Regen übersehen. Das ist am besten.